I'm under the water. Please help me. Oh mein Gott, Franziskus, guck dir das mal an. Das hast du, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Okay. Warte. Ein wunderschöner Birkenpilz. Ja, Leute, es ist endlich Freitag und wir sind zusammen im Fichtenwald unterwegs. Schaut ihn euch an. Wunderschön. Wir kommen aber auch noch zu einem Buchenabschnitt. Ja, was erwartet uns hier? Ich hoffe, jede Menge coole Pilze. Wir haben allerdings auch noch einen richtig guten Birkenabschnitt. Da wollen wir vorbei ein paar Raufußröhrlinge sammeln. Und denkt bitte dran, Abo ist kostenlos. Ja, in diesem Sinne, los geht's, genug gelabert. Ja, Leute, so schaut das hier aus. Schaut mal. Da ist Einstein. Und hier stehen direkt zwei riesengroße alte Maronen. Ja, wir haben aber auch schon ein paar andere Maronen gesehen. Da werden wir gleich mal hingehen. Bevor wir zu den Maronen kommen, haben wir hier erstmal noch diesen schönen Pilz entdeckt. Wie gesagt, wir sind hier immer noch in den Fichten. So, wir holen den mal hier raus. So. Und da seht ihr schon, auf dem Hut sind so ja, grünliche Flecken. Von unten sieht er wie folgt aus. Und zwar ist das hier ein Fichtenreizger. Ein essbarer Pilz. Er gehört zu den Milchlingen. Gucken, wenn man den jetzt hier so anritzt. Kommt da was schon? Oder wenn wir den mal so anschneiden? Ist vielleicht ein bisschen schneller. Ja, dann sieht man diese orangefarbene Milch. Ja, und alle Milchlinge, die orange färbende oder orange gefärbte Milch haben, sind essbar. Die Fichtenreizger sind aber von den Reizgern wohl eher so die nicht allerbesten. Also der Edelreizger, der Lachsreizger schmeckt noch besser. Aber trotzdem kann man die auf jeden Fall mitnehmen und verspeisen. Hier stehen jetzt nur zwei. Daneben ist noch einer hier. Deswegen bleiben die erstmal stehen. Aber die werden hier in einem optimalen Zustand. Da, 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 da. So, ich zeig euch jetzt mal was. Da ist Einstein. Der ist da irgendwie am, keine Ahnung, was er macht. Was auch immer. Schaut mal hier. Hier haben wir Nummer 1. Herbstrotfuß. Die dürfen stehen bleiben. Die schmecken uns nicht. Aber wir haben hier eine wunderschöne Marone. Und wir gehen mal näher dran. Schauen wir uns das Exemplar mal aus der Nähe an. Sieht sehr gut aus. Die kann so mit. Schaut euch das mal an. Hier vorne sind die Fichten. Da waren wir gerade eben drin. Jetzt haben wir hier Buchen und Eichen. Sieht wunderschön hier aus. Ja, schauen wir mal, was wir da finden. Sieht sie nicht wunderschön aus hier? Und zwar haben wir hier eine Lorchel. Das ist die Herbstlorchel. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil der, naja, Speisewert dieser Herbstlorchel, dieses Pilzes, wird ganz unterschiedlich bewertet. Manche betiteln ihn als guten Würzpilz. Manche sagen, abgekocht kann man ihn verspeisen. Allerdings gelten Lorcheln eigentlich eben nicht als Speisepilze, da sie alle oder viele zwar in verschiedenen Mengen Gyrometrien enthalten. Das soll sich zwar wohl nach dem Kochen, sagen andere, dann wieder verfliegen, aber wir sagen, das ist kein Speisepilz, lasst die Finger davon. Keine Experimente, es gibt genug Speisepilze, die wirklich für Speisezwecke gedacht sind. Deswegen sind diese Lorcheln eben keine Speisepilze, aber sie sehen einfach wunderschön aus. Ja, und hier darf sie sich weiter in ihrer Pracht zeigen. So, in diesem Sinne bis zum nächsten Pilz. Hier sind wir nun am ersten Birkenabschnitt. Franziskus? Ja? Was sagst du? Finden wir da einen einzigen Raufußröhrling? Ich denke doch, ne? Mehr wie einer, wäre schön. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen mal irgendwie. Ja, hier können wir nicht durch. Hier können wir nicht durch. Einstein, selbst Einstein kommt da nicht durch.
Und Einstein ist wie so eine Schlange. Der kommt überall, geht er rein. Zack. Okay, wir gehen mal irgendwie rum und dann schauen wir mal, ob Franziskus recht hat. Wir haben jetzt was vom Weiten gesehen. Schaut mal, wir sind jetzt mittlerweile in den Birken. Schaut euch diese Gruppe an. Wow. Steht einfach alles voll. Mit dem Fliegenpilz. Wunder, wunderschön. Amanita muscaria, ich bin da. Perfekt, aber wo ist denn jetzt hier? Also wo ist denn jetzt hier der Raufußröhrling? Ich habe einen Maronröhrling. Ja, den gucken wir uns jetzt mal an. Ja. Nö. Schön. Herrlich entsprungen. Herrlich entsprungen. Eines Baumes Stumpfes. Aber der darf auch herrlich entsprungen da stehen bleiben. Ja. Ja. Wir melden uns dann beim ersten Birkenpilz. Hoffentlich. Ja. Und hier haben wir den nächsten Maronröhrling. Den holen wir jetzt mal so raus. Und da vorne sehe ich schon was anderes. Schaut mal. Vor allem, wie schleimig er einfach ist. So, gucken wir uns den mal an, den Kollegen. Ja, der ist klasse. Bitteschön. Dankeschön. Ja, sehr gut. Da haben wir jetzt auch schon die nächste Pilzart. Diese findet man jetzt derzeit wirklich auch zu Hunderten. Wir haben sie eigentlich schon lange vermisst. Jetzt sind sie da und das in Massen. Und zwar ist das einer der Knollenblätterpilze. In diesem Fall, man sieht es ja auch an dieser Färbung, leicht gelblich. Und diesen Flöckchen hier auf dem Hut, das ist der gelbe Knollenblätterpilz Amanita citrina. Wir holen den mal raus. Ist kein Speisepilz. Man sieht hier schön diese abgesetzte zwiebelartige Knolle. Ja, er enthält Bufotenin. Das ist zwar ein hitzeinstabiles Gift, was also dementsprechend beim Erhitzen verloren geht. Aber dadurch, dass er erstens sowieso nicht schmeckt und zweitens wirklich tödlich vergiftige Verwechslungspartner hat, wie den grünen Knollenblätterpilz, welcher immer noch der, naja, in Europa tödlichste Pilz überhaupt ist. Also die meisten Pilzvergiftungen, die mit ihm entstehen, sind einfach tödlich. Deswegen ist das hier kein Speisepilz. Er bleibt im Wald. Schaut ihn einfach euch an und erfreut euch an seiner Optik. So, weiter geht's. Ach, warum soll's bei einer bleiben? Nehmen wir die auch noch mit hier. Wow. Okay, die ist wirklich hübsch. Bitteschön. Perfektes Exemplar, oder? Ja. Jetzt haben wir endlich mal einen der Scheidenstreiflinge. Wir haben sie dieses Jahr wirklich schon sehr vermisst. Wir können hier unten mal ein bisschen entpacken. Hier geht nicht alles kaputt. Ah ne, es geht perfekt. Da sieht man hier auch wunderschön. Ich hole den mal raus, vorsichtig. So, hier sieht man sehr gut die Scheide, aus der er kommt. Man hat keinen Ring bei den Scheidenstreiflingen. Und hier die extrem geriefte, den extrem gerieften Hutrand. Der Fokus ist hier ein bisschen schwierig. So, wunderbar. Also sehr, sehr schöner Fund. Der ist topfrisch. Alle Scheidenstreiflinge sind essbar, wenn man sie denn auch als diese bestimmen kann. Sie gehören ja auch zu der Gruppe der Amanita. Also da muss man sich wirklich genau sicher sein, was man da vor sich hat und was man mitnimmt. Aber das ist ein ganz toller Fund. Und der kann auch so mit. Ja, weiter geht's. Ja, also die Artenvielfalt derzeit im Wald ist wirklich atemberaubend. Überall, wo man hinschaut, findet man irgendetwas. Ja, und jetzt haben wir hier auf diesem alten Baumstumpf, das ist auch ganz typisch für den, diesen Pilz hier gefunden. Und zwar ist das einer der Flemmlinge. Und das hier ist der beringte Flemmling. Wir können hier mal einen rausnehmen. Ich habe es gerade schon mal so mit den Fingern versucht, aber der Stiel ist irgendwie extrem weit noch da unten.
So, also es ist kein Speisepilz. Und die sind, wie gesagt, typisch auf so Vermodern im Holz. Oh, das geht echt schwierig. So, jetzt haben wir es hier. Ja, beringter Flämmling, noch sieht man es nicht, aber hier raus bildet sich dann dieser Ring. Ja, wie gesagt, das ist kein Speisepilz. Zum Glück schmecken sie auch tatsächlich wohl bitter. Die Vergiftungserscheinungen sind bei dem in diesem Fall ähnlich, ja, wie der Pantherpilz. Allerdings haben sie auch eine psychotropische Wirkung, was natürlich jetzt kein Plus sein sollte, um den doch zu sammeln. Sie sehen wunderschön aus, aber lasst sie im Wald. Ein wunderschöner Fund. Ja, und jetzt geht's weiter. Ja, und da haben wir ihn, den wohl mit bekanntesten Pilz wegen seines Aussehens. Das ist der Amanita muscaria, besser bekannt als Fliegenpilz. Ja, es ist ein Giftpilz, auch wenn viele dies nicht behaupten, sondern sie sagen, naja, giftig ist er eigentlich nicht. Er ist eigentlich nur psychoaktiv, aber doch, er hat auch eben Wirkstoffe, die sich giftig auf unseren Körper ausüben können. Das heißt, es kommt zu Magen-Darm-Störungen, es kann zu Atemlähmungen kommen, zu Bewusstseinseintrübungen, zu, ja, lasst euch was einfallen, der Pilz kann eigentlich im Prinzip alles. Ja, er enthält Muscarin, er hat psychoaktive Substanzen. Da gibt es die verschiedensten Anwendungen, die wir aber nicht empfehlen. Also es ist keine Empfehlung hier an dieser Stelle. Unsere Empfehlung ist, schaut euch den Pilz im Wald an, betrachtet seine Schönheit und lasst ihn einfach dort stehen. Ja, so, jetzt machen wir uns mal auf den Weg zu den nächsten Pilzen. Schauen wir mal. Also ich sag mal so, schaut euch das an. Oh mein Gott, Franziskus, guck dir das mal an. Das hast du, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Was denn? Komm mal. Wow. Vor allen Dingen, wie riesig. Okay, also das. Ey, schaut euch das an. Das ist natürlich alles nichts mehr zu mitnehmen. Wow. Aber das ist krass. Die sind aber schön. Der ist sogar so an sich noch fest, aber schon alt, ne? Was eine Gruppe. Hier noch ein Scheidensträfling. Jo, Bauer. Tatsächlich. Und hier steht einfach alles voll mit Pilzen. Herrlich. Okay. Leute, ich muss rennen. Ich werde verfolgt von einem Wolf. Okay, doch nicht. Hier ist jetzt auch schon der nächste ganz interessante Fund. Da muss man tatsächlich erstmal genau hinschauen, was wir da haben. Es sieht schon fast aus so von Weitem wie ein kleiner Steinpilz. Aber es ist keiner. Auch wenn es so aussieht oder aussieht wie ein Röhrling. Aber wir holen mal hier raus. So. Da sieht man auch einen riesigen, bauchigen Stiel. Also es sieht wirklich eigentlich aus wie ein Röhrling. Aber es ist keiner. Kriegen wir das hier in den Fokus? Ja, da sieht man die Lamellen. Und der Hut ist eher so gräulich, ja, meliert quasi. So ein bisschen bereift, der Rand heller. Ja, was haben wir hier? Das ist eine Nebelkappe. Und da ist es auch wieder so interessant, ähnlich wie bei der Herbstleuchel, dass dieser Pilz in vielen Ländern immer noch als Speisepilz gilt und dort auch verzehrt wird. Allerdings bei den neuesten Erkenntnissen rausgekommen ist, dass dieser Pilz nicht gegessen werden sollte, weil er eben Giftstoffe enthält, die magendarmstörend sein können. Ja, von daher, also früher wurden die wirklich gerne gesammelt, vor allem weil es auch Pilze sind, die oft in Massen auftauchen, gerade jetzt so im Herbst. Aber es ist kein Speisepilz, er zählt zu den Giftpilzen, deswegen angucken und schön stehen lassen. Ja, die Fliege kann sich daran erfreuen. So, weiter geht's. An diesem Buchenstamm haben wir jetzt noch einen sehr schönen Fund gemacht. Schaut mal hier. Die sind auch riesig. Und leuchten ganz toll, mal zum Vergleich hier. Das sind alte Schüpplinge. Vermutlich der Goldfell-Schüppling. Die sind natürlich jetzt sehr verwässert, sehr schleimig. Der schleimige Schüppling ist es vermutlich nicht, auch wenn er halt eben sehr schleimig ist. Aber der hätte herablaufende Lamellen. Und diese hier sind, sieht man das, ausgebuchtet in so einem Burggraben. Das würde den ausschließen. Das könnte auch der fettige Schüppling sein. Aber die sind jetzt hier wirklich sehr alt hier. Ja, die bleiben selbstverständlich hier. Der Goldfell-Schüppling, so.
Beere essbar, wird aber in der Literatur unterschiedlich vom Speisewert beschrieben und kann auch zu Unverträglichkeiten führen. Deswegen schauen wir uns den lieber an, erfreuen uns an seiner Optik, ja, und lassen ihn an seinem Baumstamm hier. Wunderschön. I'm under the water. Please help me. Here too much raining. Wie ihr seht, die Sonne steht schon relativ tief. Wir gehen jetzt noch zu einem sehr, sehr vielversprechenden Birkenspot. Und was uns dort erwartet, werden wir gleich sehen. Okay, wir sind jetzt am Anfang unseres Birkenspots. Und jetzt schaut euch das mal an, was hier alles rumsteht. Da ein Raufußröhrling. Dann haben wir dazwischen haben wir noch Ockertäublinge. Da vorne steht ein Scheidenstreifling, sogar der graubraune. Hier Flaschenstäublinge. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, schauen wir mal, was wir hier in diesem Biom so finden. Also ich sag euch, das ist auf jeden Fall vielversprechend hier. Schaut mal, da steht auch ein riesengroßer Birkenpilz. Oh Mann. Okay. Und schaut euch diesen Fliegenpilz an. Auch wunderschön. Ja, und da ist er. Ein wunderschöner Birkenpilz. Also der sieht klasse aus. Ich hole den mal hier raus. Ich habe noch zwei. Noch zwei? Ja. Dann kommen wir gleich. Hier seht ihr auch dieses gescheckte Muster. Das ist dann der vielfärbende Birkenpilz. Hier sieht man auch an der Knolle. Erkennt man das? Ja, diese grünlich-türkisblaue Verfärbung. Also das ist wunderbar. Mal gucken, ja, wo die anderen beiden sind, ne? Da gehen wir mal hin. Ja, und da sind die zwei. Allerdings, von oben sehen sie sehr schön aus. Aber von den einen mal hier raus. Ich habe schon mal ein bisschen drunter geguckt. Ah, diese Brombeere hier, Hilfe. Ja. So. Da. Naja. Ich würde mal sagen, der ist nicht mehr so ganz von viel über. Die bleiben natürlich in dem Zustand dann hier. Er fällt schon auseinander. So, darf es hier bleiben. Okay, Einstein ist auch schon bereit. Wir sind am Ende unserer Tour angekommen. Man sieht, die Sonne steht schon sehr, sehr tief. Ja, was gibt es abschließend zu sagen? Oh, sehr schöne Vielfalt. Also es steht alles voll mit Pilzen. Ja, manches leider halt auch wirklich verregnet, weil wir hatten sehr viel Regen. Aber trotzdem tolle Funde. Also es hört noch nicht auf. Es hört noch nicht auf. Ich glaube, es geht noch mal richtig los. Glaube ich auch, ja. Ja, und wenn ihr mitbekommen wollt, wenn es richtig losgeht, dann sind wir nämlich für euch am Start. Dann lasst doch einfach ein kostenloses Abo da. Ja, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß bei der Tour. Wir sehen uns dann, wenn alles gut läuft, am Dienstag wieder. Ja. Und bis dahin sagen wir einfach mal ciao, ciao. Sonnenaufgang, ein schöner Tag. Zeit zu wandern im grünen Wald. Es ist so klar, die Pilze sprießen. Es ist Zeit, sie zu suchen und finden. Bitte ein Pilz. Oh mein Gott. Okay, Leute, jetzt. Ein Stein und Elmo. Die vier sind am Start. Steinpilze, Pfifferlinge. Und noch viel mehr, dieser Wald ist so froh, voller Köstlichkeiten. Wir sind jetzt also, was Franziskus da gefunden hat, ist echt der Wahnsinn. Wir suchen Morgenlicht, streifen durch den Wald. Es ist ein Erlebnis, immer weitergehen, niemals zurück. Pilze finden, das Körbchen füllen, nun sind wir am Ende, völlig erschöpft. Ihr seid gefragt, abonniert ganz fleißig.
dann sehen wir uns im nächsten 5-5.